Zu den geheimnisvollsten Funden und Rätseln der Archäologie gehören sicherlich die berühmten Bodenzeichnungen der Nazca-Kultur in der Wüste von Südperu. Waren sie etwa als Landebahnen für Außerirdische gedacht oder nutzte die Nazca-Kultur sie damals als gigantischen Kalender? In der Wissenschaft hat sich jetzt eine Theorie zum Sinn und Zweck der etwa 1500 mysteriösen Geoglyphen verfestigt. Was die Forschung heutzutage zu den gigantischen Tierbildern denkt und ob damit tatsächlich das große Rätsel der Archäologie gelüftet ist, jetzt ein Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Fläche, auf denen die gigantischen Tierbilder im Boden zu sehen sind, umfasst Schätzungen zufolge fast 500 Quadratkilometer. Wenn man mit dem Flugzeug über die Wüste Perus fliegt, erkennt man dort zum Beispiel eine Spinne, einen Affen oder einen Kolibri. Um die 1500 Geoglyphen sollen dort zu finden sein, man nennt sie die Nazca-Linien. Benannt sind die Bodenzeichnungen nach der Nazca-Kultur, die von etwa 200 vor bis 650 nach Christus in dieser Region gelebt haben soll. Und obwohl das schon so lange her ist, gibt es noch immer reichlich Spekulationen um die Geoglyphen. Warum und wann genau hat die Nazca-Kultur sie angelegt und wozu wurden die Bilder damals genutzt? Dazu gibt es jetzt eine neue Erklärung und zwar vom Museum Riedberg in Zürich. Bis zum Frühjahr werden hier in einer Ausstellung beispielsweise Drohnenbilder dieser Bodenzeichnung gezeigt. Das Museum bezieht sich unter anderem auf die Forschungsergebnisse vom Deutschen Archäologischen Institut in Zusammenarbeit mit dem peruanischen Kultusministerium und anderen Partnern. Deren Grabungen laufen seit 1997. Eines der Ergebnisse, die Nazca-Bilder dienten den Menschen damals wohl nicht zum Anschauen, sondern zum Ablaufen und zwar im Rahmen besonderer Rituale. Dazu heißt es in der Pressemitteilung des Riedberger Museums: Die Hochebenen in der Wüste zwischen den bewässerten Tälern als Wohnort und den Bergen als Sitz der Götter bilden zwischen dem Leben und dem Göttlichen eine Zwischenebene. Das ist ein idealer Ort für die Kontaktaufnahme mit dem Übernatürlichen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten also, dass sich die Menschen damals auf den Bildern bewegt haben, dass sie diese quasi rituell abgeschritten sind. Dazu gab es wohl Musik, darauf deuten die Funde von Musikinstrumenten wie Trommeln und Flöten hin. Rhythmus spielte bei diesen Ritualen wohl eine große Rolle. Zudem konnten Archäologieteams grell bunte Keramik nahe der Linien bergen. Das wurde wohl bewusst bei diesen Veranstaltungen zerschlagen. Forschungsteams denken, dass die Menschen bei diesen Ritualen wohl auch psychoaktive Substanzen eingenommen haben. Klingt alles nach richtig fetter Party. Doch die wurden wohl nicht einfach so ohne Grund gefeiert. Es gibt Klimastudien, die zeigen, dass diese Region gerade in dieser Zeit extrem trocken wurde. Das legt nahe, dass die Menschen höhere Mächte um Hilfe gebeten haben könnte, konkret um das lebensnotwendige Wasser. Die Bilder also eine Folge des damaligen Klimawandels in dieser Region. Man könnte sich die Szenerie dann also in etwa so vorstellen: Im Süden Perus wird es immer heißer und trockener, die Nazca sind verzweifelt und so gibt es jede Menge Prozessionen. Ein Priester geht voran, die anderen Menschen folgen ihm. Sie schreiten entlang der Konturen des Affens, der Spinne und des Kolibris. Dabei machen sie Musik mit Trommeln und Panflöten. Viele der Menschen befinden sich in einer Art heiligem Rausch. Sie opfern den Göttern Früchte und andere Symbole für Wasser. Sie alle flehen um Hilfe. Wasser wird dringend benötigt. Doch die Forschungsergebnisse weisen auch noch auf etwas anderes hin, und zwar, dass ein Teil dieser Geoglyphen schon vor der Zeit der Nazca-Kultur angelegt worden sind, und zwar von Menschen aus der Gegend des südamerikanischen Paracas, quasi die Vorläufer der Nazca-Kultur, doch eigentlich ein und dasselbe Volk. Demnach ist die Paracas-Kultur um etwa 200 vor Christus geendet. Doch nach jetzigem Wissensstand wurde sie dann 200 Kilometer weiter entfernt weitergeführt, und zwar in Form der Nazca-Kultur, wenn auch in leicht abgeänderter Form. Diesen Schluss ziehen die Archäologen und Archäologinnen, da sie keine Hinweise auf größere Gruppen an Neuankömmlingen in der Region finden konnten. Die Geoglyphen machten jedoch in dieser Zeit einen riesigen Wandel durch. In der Zeit der Paracas entstanden Bilder, die nur wenige Meter groß waren. Die Bodenzeichnungen wurden mit der Zeit immer größer. Zudem übertrug die Paracas-Kultur sie aus der vertikalen in die horizontalen weiter Richtung Pampas. Aus dieser Zeit, also 200 vor Christus, stammt wohl auch ein rund 60 Meter langer Orca. Hier verschob sich das Zentrum der Kultur wohl gerade von Paracas nach Nazca. Ab dieser Zeit legten die Menschen die Bilder auf den Ebenen selbst an und nicht mehr an der Abbruchkante der Pampas. Zudem gingen sie immer mehr in Richtung geometrischer Formen wie Trapeze oder Linien bis zu mehreren Kilometer lang. Es ist wirklich total beeindruckend, wie und was Kulturen so entwickeln und welche Rätsel sie uns dann manchmal aufgeben. Wenn ihr kein Video zu diesen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den
Genau, auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. Aliens, 10 Gründe für ihre Existenz. Da geht es um 10 Hinweise und Indizien für Aliens. Da spielt Nazca auch eine Rolle, aber das ist ja nun widerlegt. Da bleiben nur noch 9. Aber die sind auch ziemlich spannend. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.